The power of the dark side, 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 side. So, wir sind hier wohl wieder an dem Punkt, dass wir einen Ausgang suchen. Wir sind doch vorhin immer so Wasserspeier, sind wir doch da weiter. Ja. Weil ich habe eine Bildschirmmeldung gesehen, dass wir zum Freeze zurück sollen. Wir haben ja aus Blut, weswegen wir überhaupt daher sind. Ging gerade nochmal gut. Protokoll 10 tritt in 2 Stunden in Kraft. In 2 Stunden. Hast du gesehen, wie Pinguins Leute gerannt sind? Ja, Kabelpott ist erledigt. Wir müssen uns nur neu gruppieren, dann gehen wir in den Tunnel und machen sie fertig. Ich freue mich. Das wird die reinste Truthahnjagd. Oh ja. Flieg, kleines Vögelchen. Peng. Und dann wieder zurück zum Stahlwerk? Nein, wir gehen weiter durch die Tunnel und suchen einen Weg, der ins Museum führt. Pinguin wird sterben. Und wenn Batman ihn schnappt, dann... Was zum... Da bist du ja, Batman! Komm hier rüber! Batman ist hier! Ich sehe, was du machst! Hä? Der kam von hier drüben, ganz sicher! Da oben, ich sehe ihn! Weg! Hab ihn verloren! Findet ihn sofort! Ich sichere die Tür. Ich weiß, was du vorhast. Das wird nichts. Hab ich euch eigentlich von dem Tag erzählt, an dem ich gemerkt habe, dass ich nicht kann? Das ist einer dabei mit so einem scheiß Signal. Das nervt mich jetzt schon wieder. Ich erinnere mich noch gut daran. War der Abend, ja. Ich glaub gar nicht, dass du dich im Dunkeln verstecken kannst. Also, ich musste leisere weg. Oh, fuck. Das kam überraschend. Wir müssen ihn finden, sofort. Oh, du denkst, du kannst dich da oben verstecken? Falsch gedacht. Ich sichere die Tür. Sofort! Ich sehe, was du machst. Wie willst du die Dinger benutzen, wenn sie nicht mehr da sind? Das weiß ich auch noch nicht. Geh rüber und zieh. Oben hängt einer fest. Komm hier rüber. Was ist mit dir passiert? Wie bist du da raufgekommen? Hilfe! Schneid mich los! Ah!
ansehen. Jetzt um etwas Wichtigeres kümmern. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Die gucken mich doch genauer, oder? Mein Störgerät streikt. Gib mir Deckung, ich reparier's. Was? Es kam von hier drüben, ganz sicher. Helft mir, ich repariere das Störgerät. Versteckst dich im Dunkeln, was? Denkst du? Oh, du willst dich im Dunkeln verstecken? Viel Glück. Da bist du ja. Kommt hier rüber. Ich sichere die Tür. Wir müssen ihn finden. Sofort. Wie zum Teufel hat er diesen Rauch gemacht? Findet ihn! Mein Leben hängt davon ab und damit auch eures. Darauf ist er nicht. Wo ist er hin? Ich finde dich, hörst du mich? Ich finde dich! Ich sichere die Tür. Hier ist jemand, sind sicher runtergefallen. Einfach ein bisschen schneller die ganze Geschichte machen. Boah, dann klappt das auch. Irgendjemand fehlt da drin. Bist du das? Hier drüben, ich hab ihn. Ah, er ist da lang. Lass mich in Ruhe, Batman. Keine. Punkt! Einmal weniger! Sah aus wie eine Zeitlupe von dem Kerl davor! Das war witzig an der Joker gehört. So. Von wo muss ich. Ah, da hin. Hier ein Schild, da haben wir es gesehen. Sie beginnen damit, Schilde zu benutzen. Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses ganze Zeug gekommen? Weiß nicht, vielleicht hat das von Tiger einhalten. Es ist die blöde Fledermaus! Jetzt wissen wir, wie wir die bekämpfen, die so Schild haben.
Da musste einmal wie die mit Messer kurz ablenken mit dem Umhang. Und dann lauft er quasi im Schild hoch. Sehr cool gemacht. Schild leihen lassen. Ach, guck mal, wir sind eigentlich vorher schon auf deiner Typ Trophie gewiss war. Mit seiner Stromdinger da. So. Ja, ich sag's, müssen wir da lang. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Waren wir doch noch nicht schon mal? Für diese Signale, oder? Ja, hier ist nämlich aufgesprengt und so. Weil hier aber wieder Gegner sind, ganz komisch. Oh, und das wenn ich. Nicht wenig. Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Lauft ihr zu Joker über, bleibt ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Okay, die Waffen sind bereits unterwegs. Was? Wir sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil davon verstehst du nicht? Ganz ruhig. Wir sind jetzt da. Was macht Batman hier? Das war cool. Bin ich mit dir fertig, erkennt dich nicht mal mehr deine Mama. Was willst du tun? Achso. Das Spiel durch den Nebel hat man jetzt quasi. Detektivmodus schon vorgeschlagen, ich hab das gar nicht gedrückt. Weil man ja nichts sieht durch den Nebel. Und durch den Detektivmodus sieht man wieder was. Autsch. Heute Nacht wirst du sterben. Das wird weh tun, Batman. Missgeburt! Du wirst sterben, Batman! Du hast überhaupt keine Chance! So, den mit dem Schild habe ich jetzt auch mal ausgeschaltet. Arkham City wird in Flammen aufgehen! Nein, 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 scheiße! Mal sehen, ob dort mal wieder unser Ding funktioniert. Diese Konsole wurde mit Tiger-Verschlüsselungsprotokollen geschützt. Um sie zu knacken, brauche ich Zugriff auf das Hauptsteuerprogramm, das Strange benutzt. Oh, das hier geht. Ich meine, das hätte man sogar schon mal gehackt. Bewohner von Arkham. Ups. Während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Ach, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Na, kennt er das Sharp noch aus Arkham Asylum?
Und ich denke immer, das ist der Weg. Ja, da bin ich drauf gekommen. Das muss da irgendwo. So. So. Wir sind raus. Was war das? Okay, das nehmen wir doch mit. Angeblicher Joker Batman vergiftet. Er stirbt also auch? Ich wollte aber gar nicht hier sein. Gerade schon wieder Fehler, wo ich gemacht habe. Ich hätte auch hier wieder kenne und das Ganze ruhiger angehe. Und zwar hätten wir können hier drauf schießen und dann hätte er die Waffe angezogen, Sinas, und dann hätten die können nicht schießen. Nein, bitte nicht! Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde. Die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Bruce, die Biometriesensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich. GCPD... GCPD. Kurz mal checken. Yes. Alles klar. Wir können ja jetzt lange Strecke fliegen, das haben wir ja gelernt. Gut, bei seinem letzten Besuch hat er dir drei Zähne aus der Fresse geschlagen. Was ist? Vergisst du ihn? Was machst du, Bat? Ich dachte, wir wären Freunde und würden zusammenarbeiten und so. Wie ich hier so liege und mich an die Reste meiner Lebenskraft klammere, werde ich das Gefühl nicht los, dass du mich hintergangen hast und jetzt dem wandelnden Kühlschrank hilfst. Nicht nur du kannst dieses Spielchen spielen. Versuch mal, zu diesem verräterischen Schneemann ins GCPD zu kommen, ohne dass dir meine Jungs den spitzen Schädel wegballern. Na los, wette, du traust dich nicht.
Der ist so ganz chillig gelaufen. Oh, Bats. Ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst.